Ja, hallo und recht herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einer neuen Folge Daisy. Ich bin diesmal unterwegs mit dem Baseman. Wir sind vom Nordwest Airfield gerade nach Vibo am Rennen und ja, wollen dann in Vibo ein bisschen looten. Und ja, es gibt natürlich wie immer Action und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Also, Ja. wie siehst du, sind ordentlich teuer, wenn du es mal mit einem Battlefield CSGO oder so vergleichst. Und für diese wenigen Funktionen. Ne. Und auch damals, zu Battlefield-Zeiten, habe ich immer gesagt, es gibt so viele Server, die nicht unseren Namen tragen, die leer sind, wo man umsonst drauf spielen kann. Warum müssen wir dann unbedingt einen eigenen Server haben? Ich habe es noch nie wirklich verstanden. Oh, gibt es Oh. halt immer so eine Art Aushängeschild, ne? Natürlich ist das eine Art Ausdenkershit, aber ich weiß schon, wer dann wie administrieren darf und alles machen darf. Ich. Die Zeit habe ich dazu nicht und die Lust auch nicht. Und den musst du auch wieder füllen. Ja. Aber es bedarf alles. Base sagt, 30 Lot geht ab 75 Euro los. Und wenn wir schon um 75 Euro im Monat reden, für. 75 Euro? Das ist krass. Nein, 30. Top-Server kostet ungefähr 40 Euro. Fabian, der Experte. Er Ja, sitzt hier vor ich mir. hab da schon mal ein paar Mal Recherchiert. nachgeguckt. Na denn. Ich guck mal jetzt, was der Server sagt. Server ist voll, okay. Jetzt gehen wir rüber nach Vibo. Okay. Du, renn einfach mal vor, ich lass mich gerne mal von dir leiten. Vielleicht rennst du mal andere Wege als ich, vielleicht sehen wir dann ja eher wen. Ich habe Ach. immer so meine eingefahrenen Standardrouten, die sich bewährt haben. Lass mal dann bei einem Brunnen einkehren. Ich würde gerne was trinken. Also Leute, nach wie vor, wenn ihr Bock habt, in der Nähe vom NVA seid, mindestens 16 Jahre alt seid und Equip habt, wenn ihr jetzt Bock habt mitzuspielen, dann einfach melden, wir sind ja eh nur zu zweit. So. Ein bisschen. So, da sind wir schon bei der Polizei. Jo. Was ist das denn hier, Labyrinth? Soll ich auf die Schule gehen? Bist du in der Polizei drin? Ich bin stehen neben dir. Achso. Links. Jo. Hier rein eben die Poli. Ja, nach Schule. Hab sie noch auf dem Boden. Denk dran, dass du immer Auch noch noch. deine lustigen Klamotten an hast, die du natürlich behalten darfst, wenn du möchtest. Hab da nur einen roten Ryback bekommen. Achso, ja, dann ist gut. Ja schon gar nicht mehr pink. Hätten dir alle drei, alle drei Garagen sind offen. Das ist schon mal War noch nett. zu und oben sind auch alle Türen zu. Okay. Long Range Scope. Ja, ist so gut. Einfach mal mitnehmen, wenn du noch Platz hast. Ja, ich baue mir gerade hier oben. Ich guck mal hier mit meinem Binoculars. Trumpet. Mit Trumpet? Nee, nee. Was ist eigentlich das Was? Ding, mit dem man am. Oh, ich sehe einen! Evo? Vibor Military Base? Ach Quatsch. Vibor. Oh, ja, ich muss mich gerade verkriechen. Scheiße, scheiße, scheiße. Das wäre nicht so gut, wenn der mich jetzt sieht.
Wo? Vibor Industrial, oben auf dem Schornstein. Wir haben auf dem Schornstein drauf? Ja. Okay, das ist dann ein Fall für dich. Ein Fall für mich. Ja, du hast. Das hättest du bei jeder Aktion gesagt, wenn ich sage, der ist da und da. Hättest du gesagt, okay, ein Fall für dich. Das hätte ich nie gedacht, du hast halt. Okay, Gegner, ich bin raus. Nee, ich hab gehört. Ach, ich hab hier eine Longhorn! Stimmt! Du hast die Longhorn! Das ist deshalb! Ganz vergessen, Moment. Ja klar, alles klar. Ja, deshalb sag ich das doch auch. So, dann kann doch nicht mit einer Schutzwinde da oben drauf ballern. Okay, alles klar. So, wie viel? Nee, aber laut. Ich glaube, das war nicht getroffen. War es zu tief? War es zu hoch? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich hat er nicht gesehen. Ich lasse ihn noch ein bisschen. Ach! Der ging an die Füße. Ist er tot? Ich weiß nicht, ob er tot ist. Warte mal. Der ging an die Füße. Hä? Ja, blutet! Nice! Ist er tot? Ich weiß nicht, er blutet. Ich könnte ihm jetzt in meinen Popo schießen, soll ich? Obwohl, wenn er blutet, aber ja, warten, bis er verblutet. Komm, ja, ich kenne Daisy. Alle sterben, alle bluten nicht, nur ich verblute. Warte mal. Einmal noch und dann. Ich muss höher zielen. Aber pass auf, ich sag dir, der ist nicht alleine, wir müssen aufpassen. Ich bin jetzt unter. Ah, jetzt ist er tot. Okay. Okay. Ist dann schnell raus hier. Ich sag doch, die Longhorn. Wenn ich die heiraten könnte, ich würde sie heiraten. Also bewegen wir uns jetzt auch Richtung Estoril, ja? Ja, warte mal. Ja, der Typ oben ist tot. Ich betone mausetot. Ich weiß nicht, ob er alleine war. Was wir jetzt gucken müssen, ist, ob da noch Komplizen irgendwo rumrennen. Oder nicht. Okay. Also auf alle Fälle würde ich das Loot gerne saven. Ja. Das heißt, du gehst da hoch. Das heißt, wir müssen einmal gucken. Mitkommen. Ja, ich komme mit, klar. Okay. Das heißt, wie gehen wir jetzt ran? Wollen wir ja. von wo bist du? Guck mal, Hauptstraße. Komm schnell, wir haben 10 Minuten Zeit. Wo bist du? Ach, da. Das Ding ist jetzt. Da könnte jetzt natürlich irgendwo noch wer sein. Ja, das ist glaube ich nämlich auch Base. Dass einer auf dem Turm nicht alleine ist. Ich würde jetzt von hier kommen wieder rennen. Dann auf das Dach. Boah, da kam denn die Libelle mir entgegen. Wo bist du denn hin? Hallo? Ein bisschen links von dir, nicht so. Achso, okay. In der Öffentlichkeit. Ja. Ich würde einfach mal aufs Dach gehen und von da gucken. Ob da wer ist, weißt du? Aufs andere Dach. Ich bin jetzt hier am Busch, siehst du mich? Ja, ich bin rechts von dir, links von dir. Ja. Da drauf wird jetzt hier gehen, auf Factory. Ja, komm mal zurück. Komm mal hin lang, andere Richtung. Warte, hinter uns, Zombie. Kannst du machen? Ich hab keine Axt, ich hab keine Nahkampfwaffe.
da liegen, wir haben übrigens zweimal Airfield gelootet, ne? Da lagen bestimmt ordentlich Waffen, muss ich dir mal an der Stelle sagen. Komm bitte zu mir. Nicht ich bin groß da hier, bewegen, bin da nicht groß bewegen. Ja, der rennt aber weiter. Warum rennt er? Bleib stehen. Bleib einfach stehen. Ich krieg den sonst nicht zu fassen, okay. Kannst du dich hier hinstellen und mich covern? Ja. Okay. Ich geh hoch. Oh. Ah, hier kann man ihn da hinten gucken. Allein. Oh. Ich muss wieder arbeiten. Nächster Tod. Warum liegt der einfach auf dem Feld? Ist der dumm oder was? So. Boah, was macht das Spiel mit mir? Ich. Kannst du mal bitte oben zur Scheune rennen? Scheune? Ja. Richtung Airfield? Ja. Ja, okay. Und dann muss ich noch und renn mal durchs Backsteinhaus durch. Das muss ich auch noch abcovern. Also ich laufe jetzt erst zur Scheune, ne? Nee, erst Backsteinhaus. Das ist auch am Weg. Also an der Scheune liegt jetzt auch ein toter Spieler, oder? Nee, links davon. Backsteinhaus drin. Okay. Bei. Okay. Lauf ich jetzt zur Scheune. Jo. Soll ich da den Spieler looten oder wie ist das gemacht? Nein, Scheune soll zu gucken, ob da wer ist. Okay. Die braune oder die weiße? Die braune. Gut. Drin in der Scheune? Hm. Ich glaube, es waren nur zwei. Ja, okay. Der Scheune ist auch nichts. Also ein Lob. LKH D. Vielen Dank. Auch nichts. Dass ich interessanter bin, weiß ich. Also, Kong spielt auch gar kein Daisy. Komm mal bitte schnell wieder, Fabian. Wir müssen jetzt uns beeilen. Ja, ich hab mir gerade das grüne Haus. Also zwischen Scheune und Factory. Ist ja ein Wald, ne? Ja. Da legst du deinen Loot ab. Gehst als Bambi hoch die Scheune. Oder wir lassen den oben. Was willst du? Wir können den anderen nur looten. Das reicht auch. Ja, dann looten wir nur den auf dem Schornstein? Nee, wenn dann den anderen nur looten. Das macht ja gar keinen Sinn. Also auf Schornstein hochgehen ist eine Gefahr. Ich glaube, wir haben beide. Frage ist, traust du dir das zu, mit dem Risiko, dass du gleich unten Bambi bist? Oder nicht? Ja, klar, trau ich. Okay, dann hau da jetzt deine Sachen hin und loote den oben. Der liegt wo ungefähr? Auf dem Schornstein. Ganz oben drauf. Ja. Und ich mach den anderen. Oh, wo lag der denn? Hier irgendwo, ne? Oh nee. Hier lag er. Es gibt Leute, die sind nicht so klug. Die gehörten, glaube ich, dazu. Okay.
wird mich niemand auf einen Schornstein legen wollen. Ich würde mich niemals aufs Feld legen. Ich meine, klar, du hast da oben alles, aber sobald dich einer hat, kommst du da oben nicht mehr das so schnell richtig. Weg. Das ist richtig. So, der hatte Mosin gehabt natürlich. Jojo. Komm, komm, komm. Oh nein! Oh, nicht Search for Berries, Mann. Ja, komm, hier. Nee, das soll eigentlich als Deckung dienen. Oh, hat der viel Mosin. Sauber, sauber. Alles heile. Du hast ihm also ein alles heile? Gegeben. Nee, dann ja. Nee, nee, nee. Nee, die Hose, stimmt. Sorry, ich hab den ordentlich irgendwie getroffen. Die Hose ist kaputt. Aber Weste heile, Rucksack heile, okay. Oberteils heile. Ja. Ja, nice. Keep up the good work. So, ich würde dann wechseln. Ja. Was würdest du wechseln? Zum Mosin würde ich wechseln. Achso, ja. Wo wollen wir denn hin, wo wir jetzt mal kurz Pause haben, um alles sortieren zu können? Ja, hier. Nee, lass mal, komm mal mit, lass mal irgendwie ein Haus das alles machen. Wo wir covern können. Kennst du das eine grüne Haus da hinten? Ja, kenn ich das, ja. Da jetzt. Oh, Fabian, darf ich skinnen in Quartern? Ja, ja, mach mal. Danke. Oh. Ich wusste irgendwie, das hatte ich so im Urin, dass der Typ irgendwie, wenn er noch andere Leute hat, die nicht auf dem Dach sind, ne? Dass der Typ so guckt, dass wenn er an die Leiter hochgeht, um ihn looten will, er einen abschießen kann. Und genauso lag er ja auch. Manche Leute sind echt durchschaubar. Und dann lege ich jetzt hier rasch erstmal das Loot hier rein. Ja, ja. Da auch wieder zurück. Ja, wo bist du denn? Mr. Unsichtbar? Ach, da bist du. Ich cover noch, okay? Okay. Ich cover schon mal alles. Weißt du, am Back, wenn du jetzt rennst, ne? Ja. Und du holst jetzt deinen Loot, okay? Ja. Dann rennst du nochmal und dann gehst du zu dem Busch, den ich geshoppt habe. An der. Weißt du, wo ich meine Sachen hingelegt hatte? Nee. Nee. Okay. Weiß nicht, verlangt. Ja gut, dann bewachst du gleich einfach. Achso, genau. LKXD. Du bist interessanter als Gong, wollte ich nochmal sagen. Das ehrt mich natürlich, vielen Dank. Aber ich glaube, Gong spielt gar kein Navy. also ich bin ein guter Spieler. Und ich zum Beispiel gucke keine Leute, die schlechter sind als ich, weil ich von denen einfach nichts lernen kann. Da mache ich immer nur die Hände über den Kopf und denke, ach Gott, wie scheiße spielt der denn? Und ich weiß nicht, ob ich interessanter bin, ja. Ich könnte jetzt nicht sagen, ob ich interessanter bin als Gong, aber ich kann besser spielen als Gong, können wir uns gerne einigen. Das sollte nicht das Problem sein. So. Gut. So, dann covert gleich einer und dann können wir mal gucken, was wir erbeutet haben. Wenn wir dann Pech haben, wie immer, dann Server Neustart, genau. Ich glaube, das wurde jetzt ein neues YouTube-Video. Hatte lange keine gute Szene mehr im Kasten. Ich glaube, das war recht gut. So. Ich könnte jetzt noch was haben. Ja, liebe Freunde, das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer bitte einen Daumen nach oben geben. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt mir doch bitte in die Kommentare, warum nicht, damit ich meine Videos verbessern kann.
Twitch, Twitter und Facebook vorhanden. Auf Twitch könnt ihr mich auch auf der Webcam sehen. Und ja, schaut doch mal vorbei. Bis dahin, euer Toaster. Ah!